Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Goat Simulator. Sache Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Goat Simulator. Der Ziegensimulator. Und ich habe hier einen Roboter aus der letzten Folge und ich kriege den nicht kaputt. Jetzt schaue ich mal, ich werde mir jetzt mal kurz den da mal auf die Straße legen. Vielleicht passiert dann endlich was, dieser blöde Penner. Jetzt hänge ich fest, verflucht. Ich hänge fest, nein! Try hard. Viele Punkte. 8 oder 7 mal 5 ist in Ordnung. So, ich habe auch noch diesen scheiß Jetpack, den will ich aber eigentlich nicht mehr. Obwohl, doch, Moment. Ich wollte in dieses Baumhaus da oben mal auch rein. Ob ich das mit dem Ding hier schaffe? Ja, das ist ein bisschen unkontrolliert. Wartet mal. Da ist ein Ventilator auf dem Dach. Autsch. Da. Da muss was ganz Tolles sein auf dem Baumhaus, weil man kommt da irgendwie nicht hoch. Okay, erstmal hier rauf. Komm! Komm! Scheiße, zu doof zum Springen wieder. Scheiß blöde Mistziege. Nochmal. Schön den Kopf verdreht. So. Rüber. Rüber, rüber, rüber. Autsch, bleib stehen. So, und das ist das Baumhaus. Jetzt sehe ich gerade, da drüben ist noch ein Trampolin. Herr Frenkel, das wäre vielleicht einfacher. Egal, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt probiert das mal. Mit F natürlich, Zeitlupe. Komm her. Drauf auf den Ventilator. Ja, 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 noch habe ich ihn nicht mal eingesetzt. Ah, Kacke! Ich will diesen Scheiß. Ich will das nicht mehr haben, komm. Restart. Ich will dieses komische Jump-Ding da nicht mehr. Ich versuche das jetzt gerade mal über das Trampolin. Das muss ja irgendwie zu machen sein. Das muss ja irgendwie zu machen sein. Da oben muss irgendwie, oder vielleicht ist es wahrscheinlich, vielleicht ist sogar eine Leiter dort und der Herr Frenkel hat es noch gar nicht gesehen. Wäre auch nichts Neues, gell? Ich bitte, fallen da Asteroiden aus dem Himmel oder was? Ich weiß auch nicht, wo der Roboter hin ist, aber hier ist definitiv keine Leiter da an dem scheiß Baumhaus. Was ist denn das für ein blödes Baumhaus, wenn man da gar nicht hochklettern kann? Das ist doch bescheuert. So, okay. Auf geht's. Das kriegen wir, oder? Das ist nicht so weit. Ja? Ich denke, das könnte gehen. Auch ohne Jetpack. Vielleicht ist da noch so eine goldene Ziege. So, einmal noch. Und dann direkt nach vorne lenken. Man kann ein bisschen lenken. Nach vorne. Oh, das wird wieder knapp. Knapp, knapp vorbei. Scheiße. Mist. Dafür musst du leiden jetzt, du Arsch. Du bist schuld, du bist schuld. Ja, du auch. So, einmal probier es noch. Versuche mich mal ein bisschen weiter vorne zu halten. Ja, nicht so weit vorne, Herr Frenkel, das ist nicht so gut. Da springt's nämlich nicht. Ja, ja, so ist das gut, so ist das gut. Ziemlich knapp vorne. Mal schauen, wie hoch wir da kommen. Ja. Der sogenannte dreifache Ziegenachsel. Ja, jetzt kommen wir aber schon ganz schön hoch raus. Vielleicht geht es noch höher. Einen Sprung mache ich mal noch. Um zu sehen, ob es noch mehr geht. Oder ob jetzt hier Feierabend ist. Weiß ich schon. Viel weiter komme ich nicht. Okay, jetzt zählt's. Jetzt zählt's. Jetzt schaffe ich das. Ein bisschen weiter nach vorne wieder, Herr Frenkel. Das war sehr mittig.
Aber ich bin hoch. Ich bin sehr hoch. Ich bin super hoch. Ich schaff das. Yeah, Baby! Aber sowas von. Bleib stehen! Bleib stehen! Oh. Ist das eine Gasflasche? Wenn die explodiert, fliege ich sofort wieder runter, ne? So, erstmal weggeschmissen, sehr gut. Und jetzt, bisschen was kaputt hauen und dann da rein. Ich sehe nichts. Hallo? Scheiße, da. Rein, 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 rein. Lass dich doch mal reinfallen. Ich hab's geschafft! So, was ist jetzt hier? Blumentopf. Ich werde narrisch. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Ich hab jetzt mal geleckt. Aber. Das ist ja auch nicht der Brüller. Was haben wir hier noch? Ein Kissen. Schön. Weg damit. Nützt mir auch nichts. Komm, weg. Fall runter. Und dann haben wir hier noch eine Kiste. Und den Hammer. If I had a hammer. Nehme ich den mal mit. Was ist in der Kiste drin? Ist da nichts drin? Kein Goldschatz oder sowas? Ist ja eine Sauerei, ey. War völlig umsonst hier. Dreck! Ich glaube, da muss ich mal wieder eine Party sprengen. Zur Feier des Tages. Besser gesagt, eine Demo. Und dann möchte ich noch ein was machen. Und zwar habe ich gehört, dass in einer der Garagen irgendwas Blaues versteckt ist. Und das kann man irgendwie auf dem Feld irgendwie zum Beacon bringen. Also irgendeinen komischen Beacon, ja. Keine Ahnung, irgendwo in den Kommentaren habe ich das gelesen. Und, na ihr Blödpenner. Wie schaut's aus? Ja gut, ihr habt es nicht anders verdient. Machen wir eine kleine Panik wieder. So. Oh, war ja, da vorne brennt's ja. Wie konnte das denn passieren? Ja. Leg dich nicht mit der Ziege Zoran an. Ich sag's euch. Die Ziege Zoran, die macht alle platt. So, jetzt schauen wir mal in die Garagen. Da ist zum Beispiel eine. Da ist nix. Gar nichts ist da. So. Dann da drüben ist noch eine. Ist das irgendwas zum Aufsammeln? Kaputt gemacht habe ich, ist toll. Ja, okay, hier ist also nixe, glaube ich. Wo gibt es denn noch Garagen? Das sind meine Partyfreunde. Da mache ich mal Folgendes. Oh, ich kann hier ganz schön weit button hier. Head-Button. Oh nee, Frenkel, trifft er nicht mal. Du bist ja doof wie Brot, ey. Alles muss man selber machen hier. Du wirst mir nicht entkommen, mein lieber Freund. Die Killerziege ist on his way. Ja, wackel, wackel mit dem Bein. Okay, hier los. Ah, genau. Sind hier noch irgendwo Garagen? Das ist eine Zeitgeschichte. Das finde ich nicht so spannend. Möglichst viele Punkte auf Zeit zu machen. Die haben keine Garage, ne? Dafür musst du leider sterben. So. Nö. Wir haben keine Garage. Das da hinten hat, glaube ich, auch keine Garage, oder? War ich da schon? Da, das ist da, wo die Party war. Kopf dir auf. Nee, das ist keine Garage. Ah, aber da ist nochmal dieser lustige. Das machen wir das mal, komm. Juhu! Ab geht die wilde Fahrt! Keine Ahnung, wo ich jetzt hinfliege, aber macht ja nichts. Wir können uns mal einen Blick genehmigen. Hier über die Stadt. Ist das nicht wunderschön? Soll es gleich in die Luft gehen, das Ding, denke ich, wieder? Ja? Herrlich, ne? Ein Traum. So, und landen jetzt. Gut landen. Gut landen. Missglückt. So.
Gut, da waren wir doch stehen geblieben. Da ist noch das andere Gebäude hier. Das sieht aus wie eine Schule oder wie ein Rathaus. Da war auch keine Garage, ne? Ficken! Fickenheimer Beulenpest! Nee, keine Garage. Da oben ist auch noch ein Haus. Das ist ja gleich am Start. Vielleicht hat das Haus noch eine Garage. Ja, komm. Ich geh mal wieder runter. Das führt ja zu nichts, wie wir wissen. Wenn wir schon mal hier sind. Was machst du denn hier? Ist hier vielleicht noch was versteckt? Tatsächlich. Super! So, und dann machen wir hier nochmal Michael Bay vielleicht. Ich komme nicht mehr raus, ne? Das, jetzt, das kann ich nicht euer Ernst sein. Ich komme da nicht mehr raus, glaube ich. So, wie machen wir das am besten? Mit der Kiste vielleicht mal, komm. Oh, da war ich auch noch nicht drin. Upsa! Michael Bay ist draußen trotzdem passiert. Hat sich draußen ereignet, während ich hier... Mann ey, da kann man aber ordentlich Punkte machen hier. Mein lieber Scholli. Wo sind denn die Pornohefte? Meistens ganz oben, ne? Okay, nicht so lange aufhalten, dass er fängt. Komm raus hier! Raus! Destroy! Seek and destroy! Oh, da hinten war ich auch noch nicht, oder? Ach doch, da geht's zu dem... Was liegt denn da noch? Aua! Okay, das war wahrscheinlich nur... Ich hab noch kein Tor geschossen. Immer noch nicht, ne? Das will ich jetzt endlich mal schaffen hier. Ne, wieder drüber. Ich glaube, das ist extra dafür gemacht. Baggio ist ja ein Fußballer, ne? Wisst ihr wahrscheinlich, ne? Wisst ihr, was das für eine Anspielung ist. Okay, da oben war das Haus noch, das eine. Die Folge ist in 3 Minuten durch. Bis dahin muss ich das irgendwie gefunden haben und... aua! Ah, da ist tatsächlich eine Garage. Oh, ein Laufband. Das könnte was sein. Komm mal her. Achso, ich muss das lecken, ne? Sonst kann ich das nicht mitnehmen. Hoppala. Ja, nehmen wir gleich mit. Ich will das dann noch anschauen. Sehr cool. Oh! Oh! Das ist lustig. Wartet mal, habe ich noch irgendwelche Menschen hier? Warte mal, da ist noch eine Ziege, ne? Mit der probiere ich das. Ah, da ist ein Mensch, denn. Passt. Den legen wir jetzt einmal drauf. Schauen wir, was passiert. Halt, hier geblieben. Ja, ja, der tut nämlich so, als ob er tot ist. Der stellt sich tot. Der lebt in Wirklichkeit noch. Das wird ihm aber nichts nutzen. Ich werde ihn jetzt hier mal auf das Laufband drauf tun. Mein lieber Scholli, das wird jetzt, Hoppala. Ich müsste den ablegen und müsste loslassen, ne? Versuchen wir mal was anderweitig drauf zu schieben. Komm mal her. Los! Trau dich, du feiges Stück! Scheiße, du! Traut sich nicht, ne? Hat irgendwie ein bisschen Schiss. Das ist lustig. Das ist eine schöne Foltermethode. Ja. Und wenn ich im richtigen Moment loslasse, dann müsste er eigentlich abgehen. Die Schmitzkatze. Moment. Ach, leck mich doch! Da hab ich keinen Bock mehr. In dem Haus war ich noch nicht, oder? War ich schon im Haus? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube nicht. Doch, da war ich. Da habe ich schon mal aufgeräumt. Ich erinnere mich. Zumindest da unten. Oben weiß ich wieder nicht, ob ich schon war. Aber mein Gedächtnis ist so schlecht, ne? Ja, ja, ich war hier auch schon mal. Ne? Ja, ja, ja. Okay, Huch. Oh, da war noch so ein Ding gestanden, ne? So eine Ziege. Jetzt, komm, damit wir vorankommen, Herr Frenkel. Wir nehmen jetzt dann doch mal dieses komische Beacon. Oh, jetzt hätte ich beinahe noch diese Rakete mitgenommen. Also anlecken. Aua! Scheiße, voll dagegen gelaufen. So. Lick Beacon. So, und jetzt muss auf diesem Feld hier irgendwo was sein, wo ich das da draufstecken kann. Und dann soll irgendwas passieren.
Das Blöde ist, ich lese ja jeden Kommentar unter meine Videos. Und wenn dann Leute spoilern, dann komme ich nicht drum rum, dann sehe ich das manchmal, wo ich es gar nicht wissen will, ehrlich gesagt, ja. Ich möchte ganz gerne das Zeug selber rausfinden. Oh, warte mal, da ist was Blaues. Das sieht gut aus. Was mache ich jetzt damit? Drauflegen. Fällt runter, warum? Verstehe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich das. Jetzt habe ich das auch irgendwie geleckt und das hat mich etwas zurückgeschleudert. Wie soll ich denn das da jemals draufkriegen? Wenn ich es direkt daneben lege. Und dann das Lecke nochmal. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Wie muss ich das da draufkriegen? Das ist doch fast perfekt hier. Warum geht das nicht drauf? Wir sind normalerweise jetzt am Ende der Episode. Ich muss aber gestehen, dass ich jetzt dann danach nichts mehr weiß, was ich noch machen soll. Deswegen probiere ich das jetzt hier nochmal. Das muss doch irgendwie klappen hier. Das komische Ding da oben drauf. Na toll. Das schleudert mich immer total weit weg, aber es passiert nichts. Komm, steh auf, du blödes Ding. Du musst doch irgendeinen Sinn haben. Ich hab's kaputt gemacht. Okay, dann machen wir jetzt doch mal Feierabend. Ich gebe euch jetzt noch eine Chance. Ach, da vorne ist es ja. Ah, jetzt! Aua! Ich muss das andere da drauf tun. Okay. Also ich dachte jetzt, wenn das jetzt gelingt, dann ist alles erledigt hier, was ich noch gewusst habe oder mir noch vorstellen konnte. Wenn ihr noch irgendwas wisst, irgendwas Lustiges, was ich nicht weiß. Ich will den nicht haben, ich will das andere Ding haben, verflucht nochmal. Dann schreibt mir das in die Kommentare, dann schiebe ich eventuell mal noch eine 10. Folge nach. Aber ich glaube, dann hat sich's auch ein bisschen erschöpft, das Spiel. Das gibt's doch nicht, jetzt ist das Zeug weggeschleudert. Ich könnte kotzen hier. Da ist es. Das mache ich mal nicht so verrückt hier. So, jetzt habe ich es. Und das muss wahrscheinlich da drüben drauf. Ach, natürlich, das sind Kornkreise. Jetzt verstehe ich das. Ah! So, und jetzt? Gar nichts passiert. Hallo. Naja, also wenn es euch gefallen hat, die Folge, denkt dran, lasst mir ein Like da. Würde ich mich darüber freuen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr vielleicht noch eine 10. Folge sehen wollt. Da müsst ihr aber dazu schreiben, was ich noch machen soll. Müsst ihr auch nochmal lecken, oder was? Habe ich das auch nochmal geleckt? Hä? Oh! UFO! Und jetzt? Nehmt ihr mich mit? Kann ich fliehen? Nach Hause telefonieren? Hallo? Aha! Haha! Ich bin gesprungen! Und deswegen nehmen die mich jetzt mit auf einen wunderbaren, schönen... Ach nee. Es ist eine Falle. Na tolle Wurst. Und jetzt? Also ein schöneres Ende kann es ja kaum geben für ein Let's Play, ne? Ich weiß auch jetzt nicht, was ich jetzt noch machen kann hier. Kann ich überhaupt noch was machen? Hallo? Im Weltall hört dich keiner schreien, hä? Oder auch doch? Wo ist denn die Erde nochmal? Komm ich da wieder hin, oder? Habe ich da eine Chance, oder... Werde ich jetzt hier einfach festgenagelt, für immer. Ach komm. Endstation, ja? Aber das kann doch nicht sein. Hallo, Ziege? Na gut, dann machen wir ein schönes Schlussbild. Das hier. Ist doch ein schönes Schlussbild, ne? Und dann, wie gesagt... Oh, wartet mal, da ist noch was da vorne. Ich hab da was gesehen. Da war gerade was. Hier, da vorne. Komm ich da hin? Das ist eine Rakete da unten. Da vorne, oder? Kann ich da vielleicht zurückfliegen? Ich weiß nur nicht wie. Hätte ich ein Jetpack gebraucht? Ja. Okay, also. Danke fürs Zuschauen und
Ich sehe gerade, das ist eine 20-Minuten-Folge geworden. Ich hoffe, ihr belohnt das, ja? Mit einem Like. Ich bin jetzt weg. Ciao, ciao!